Wir machen einen kleinen Exkurs in das Thema Kneten. Ich hatte schon gesagt, bei den Brötchen, beim Kneten, man sollte einmal im Leben zumindest einen Teig bewusst überkneten. Und damit man sich das zu Hause sparen kann, machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe hier 500 Gramm Mehl, Weizenmehl und 300 Gramm Wasser. Das Wasser kommt zuerst rein, das spart am Ende auch in der Schüssel irgendwelche Mehlreste am Boden. Immer erst das Wasser zugeben. Und damit wir ein bisschen schneller am Ziel sind, spare ich mir das Salz. Das Salz bremst ein bisschen das Überkneten aus. Wir geben also wirklich nur Mehl und Wasser zu. Und lassen die Maschine laufen. Und das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Erst werden wir mischen, dann drehen wir eine Stufe höher, dann kneten wir. Und beim Weizen dauert es bei einer guten Weizenqualität so, sagen wir, 25, 30 Minuten in so einer Maschine, bis man merkt, dass sich der Teig überknetet. So, ich unterbreche das Ganze mal. Die Mischphase ist vorbei. Alle Zutaten sind zusammengekommen. Der ist auch ziemlich fest, deshalb hängt er so schön am Haken. Wenn ich jetzt versuche, diesen Teig auszuziehen, dann geht das kaum. Ne? Ich kriege den nicht so schön dünn ausgezogen. Der reißt ziemlich schnell. Der ist noch ganz rau an der Oberfläche. Nicht glatt und ziemlich dick, bevor er reißt. Da müssen wir also noch ein bisschen was tun, bis wir zum perfekten Knetergebnis gekommen sind. Wir kneten jetzt einfach weiter und zwar auf der nächsthöheren Stufe. So, er sieht jetzt schon viel glatter aus. Wieder der Test. Und das empfehle ich auch für Einsteiger zumindest, während der Knetphase, egal welches Rezept, solange es aus der Weizen- und Dinkelfamilie kommt, immer mal zwischendurch anhalten, bremsen und einmal diesen Test machen. Und jetzt kommen wir der Sache schon ziemlich nahe. Dieses dünne Häutchen braucht man, aber das ist noch ein bisschen unregelmäßig strukturiert. Das reißt mir noch zu schnell. Da fehlt aber nicht mehr viel. Vielleicht ein, zwei Minuten höchstens, dann ist der Teig fertig geknetet. Und dann wird es spannend, weil dann kneten wir einfach weiter. So, nächster Test. Man sieht es schon, der hat sich um den Haken gewickelt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn er sich vom Schüsselrand löst und immer dichter an den Haken kommt, dass der Teig fertig ist. Und wenn ich jetzt hier reinfasse, merke ich schon, dass er richtig schön plastisch ist und elastisch. Jetzt kann ich ihn schön dünn ausziehen, kann ich Zeitung durchlesen. So muss das sein. Das ist das Ziel für alle Dinkel- und Weizenteige. Und jetzt kneten wir mal weiter und schauen, was passiert. Die Oberfläche fängt jetzt schon an zu glänzen und er hängt nicht mehr so straff am Haken, sondern zieht sich schon so ein bisschen wieder nach unten. In dieser Phase, das ist so die Übergangsphase, kann man den Teig noch retten. Da ist noch nichts verloren. Der ist auch noch ein bisschen glatter, aber hat schon nicht mehr ganz die Spannung, die er vorhin hatte. Ist also schon deutlich dehnbarer geworden. Und jetzt braucht es nicht mehr viel, vielleicht ein, zwei Minuten.
dann ist der relativ weich und zieht Fäden. So, jetzt sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Der hängt förmlich hier wie ein Faden am Haken, klebt unten und klebt oben. Hat überhaupt nicht mehr die Dehnbarkeit und die Elastizität. Das sieht jetzt im Grunde wieder ein bisschen aus wie am Anfang. Und wenn man einfach weggeht beim Kneten von Teigen, von Weizenteigen und Dinkelteigen vor allem, dann kann man der Meinung sein, man hat noch gar nicht lang genug geknetet und knetet noch länger und dann wird das Ganze immer schlimmer. Also es zieht einfach ganz schreckliche Fäden, man kann das Ganze nicht mehr formen, es kriegt kein Volumen mehr, das Brot. Und man kann es auch einfach nicht mehr retten. Man kann das Brot dann vielleicht noch backen im Kasten und den Hühnern geben oder das Ganze als Altbrot verwerten und damit kochen und backen. Aber damit lässt sich kein vernünftiges Brot mehr backen. Insofern immer schön an der Maschine stehen bleiben und wenn man von Hand knetet, merkt man es sowieso, dann wird es irgendwann immer weicher. Von Handknetung heißt aber auch, dass man bei Weizenteigen zumindest ungefähr 2 bis 3 Mal so lang knetet wie die Maschine. Aber der Vorteil, man merkt, wann man an die Überknetung rankommt. Bei der Maschine geht das manchmal ziemlich schnell, vor allem bei Dinkelteigen.